Halo, guten Abend, Reče, dobrodošli u još jednu novu video lekciju i još jednu novu kolekciju kratkih, jednostavnih, korisnih rečenica. Znate, su rečenice u suštini moj zaštitni znak i najviše volim da se uči kroz rečenice, naročito na početnom nivou, a jedan nivo je najlakše savladati kroz kratke jednostavne rečenice ponavljanjem, čitanjem, slušanjem, analiziranjem tih rečenica. Za danas sam izabrala 85 novih. Ako ste spremni, krećemo odmah. Broj 1. Mir geht es ziemlich gut. Mir geht es ziemlich gut. Prilično sam dobro. Dakle, odgovor na pitanje. Wie geht's? Wie geht es dir? Mir geht es gut. Mir geht es ziemlich gut. Prilično dobro. Ziemlich gut. Wer ist dieser junge Mann? Wer ist dieser junge Mann? Ko je ovaj mladi čovek? Der Mann. Wer ist dieser junge Mann? Broj 3. Das werde ich tun. Danke. Das werde ich tun. Danke. To ću uraditi. Hvala. Dakle, neko nam je dao savet šta da uradimo. Da kažem, da, das werde ich tun. Danke. Tun. Kao machen. Raditi, činiti. Broj 4. Sie hatte Angst vor dir. Sie hatte Angst vor dir. Ona se je tebe bojala. Imala je strah od tebe. Angst vor jemanden haben. Sie hatte, preterit od haben, sie hatte Angst vor dir. Broj 5. Weil ich dich kenne. Dakle, sad ova rečenica u vezi sa nekom prethodnom, možemo da pretpostavimo recimo šta je moglo da sledi ovaj, da prethodi ovoj rečenici. Weil ich dich kenne, u prevodu jer te poznajem. Dakle, ne znam, warum sagst du das? Zašto to kažeš? Weil ich dich kenne, jer te poznajem. Warum denkst du so? Zašto misliš tako? Weil ich dich kenne. Jer te poznajem. Wann habe ich das gesagt? Kad sam ja to rekao? Wann habe ich das gesagt? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ne mogu toga da se setim. Ich kann mich nicht daran erinnern. Wann habe ich das gesagt? Sag mir wann und wo. Sag mir wann und wo. Reci mi samo wann, kada und wo. Gde? Und ich werde dort sein. I bit ću tamo. Sag mir wann und wo. Wann warst du dort? Wann warst du dort? Kad si bio tamo? Wann warst du dort? Schön, dass es dir besser geht. Schön, dass es dir besser geht. Baš lepo što ti se sada bolje osjećaš, što ti je sada bolje. Schön, dass es dir besser geht. Kennst du ihn schon lange? Kennst du ihn schon lange? Da li ti njega već dugo poznaješ? Kennst du ihn njega schon lange? Was sollen wir also tun? Was sollen wir also tun? Šta treba mi onda da radimo? Was sollen wir tun? Jetzt ist unsere Zeit gekommen. Jetzt ist unsere Zeit gekommen. Sada je došlo naše vreme. Unsere Zeit ist jetzt gekommen. Pomoćni glagol sein. Zbog glagola kretanja, kommen, u perfektu. Jetzt ist unsere Zeit gekommen. Wer sind diese Männer? Wer sind diese Männer? Der Mann je jedan, Männer su muškarci. Ko su ovi muškarci? Wer sind diese Männer? Ich kann ihn nicht warten lassen.
Ich kann ihn nicht warten lassen, ne mogu da ga pustim, da ga ostavim da čeka. Warten lassen. Ich kann ihn nicht warten lassen. Ne mogu ga ostaviti da čeka. Sie warten alle auf mich. Sie warten alle auf mich. Oni svi čekaju mene, na mene. Glagol warten sa auf plus akuzativ, znači auf wen warten sie alle? Sie warten alle auf mich. Ich dachte, du würdest nicht kommen. Du bist gekommen. Ich dachte, du würdest nicht kommen. Došao si. Mislio sam da nećeš doći. Ich dachte, du würdest nicht kommen. Würden. Ali du bist gekommen. Ali si došao. Ich dachte, du würdest nicht kommen. Sie warten vor dem Haus. Wo warten sie? Sie warten, oni čekaju vor dem Haus. Ispred kuće. Wo? Dativ. Vor dem Haus. Das Haus und Dativ, dem Haus. Wo warten sie? Sie warten vor dem Haus. Ich will nicht gehen. Ich will nicht gehen. Neću da idem. Ich will nicht gehen. Das ist vorbei. Das ist vorbei. To je završeno, to je gotovo. Das ist vorbei. Du hast es wieder getan. Du hast es wieder getan. Opet si to uradio. Tun, uraditi, činiti, getan, particip 2. Du hast es wieder getan. Bleib im Haus. Bleib im Haus. Ostani u kući. Ne kao zu Hause, kod kuće, nego baš unutra, nemoj da izlaziš. Bleib im Haus. Bleiben, ostati, imperativ. Bleib, ostani. Okay, komm mit mir. Ok, kom mit mir. U redu, pođi sa mnom. Kom. Opet imperativ kommen. U imperativu, znači nemamo du. I nemamo st. Du kommst. Bez du i bez st. Samo kom. Kom mit mir. Was hast du so lange gemacht? Was hast du so lange gemacht? Šta si tako dugo radio? Was hast du so lange gemacht? Es geht um deinen Vater. Es geht um deinen Vater. Radi se o tvom ocu. Gehen je, ići. Ali es geht um, worum geht es, o čemu se radi, um wen geht es, o kome se radi. Es geht um deinen Vater. Sag ihm, dass es mir gefällt. Sag ihm, recimo, dass es mir gefällt. Da mi se to dopada. Sag ihm, recimo, opet ovo imperativ. Sag ihm, dass es mir gefällt. Aber du warst immer bei ihm. Aber du warst immer bei ihm. Ali, ti si uvijek bio kod njega. By plus dativ im, by im, kod njega. Du warst immer by im. Ich weiß, wohin ich gehen muss. Ich weiß, wohin ich gehen muss. Znam kuda treba da idem. Ich weiß, wohin ich gehen muss. Znači nije wo, nego wohin, kretanje. Ich weiß, wohin ich gehen muss. Komm schon, mach auf. Komm schon, mach auf. Komm schon. Heide, aufmachen, otvoriti. Mach auf, otvori. Mach die Tür auf, mach das Fenster auf. Otvori vrata, prozor. Komm schon, mach die Tür auf. Geh in dein Zimmer.
Geh in dein Zimmer. Idi u svoju sobu. Znači, akuzativ, srednji rod, geh in dein Zimmer. Ne in deinem Zimmer. Du bist in deinem Zimmer, to je dativ, ti si u svojoj sobi, ali geh in dein Zimmer, idi u svoju sobu. Gut, ich werde in meinem Zimmer sein. Gut, ich werde in meinem Zimmer sein. Okay, bitte u svojoj sobi. Gut, ich werde in meinem Zimmer sein. Er tut immer, was ich ihm sage. Er tut immer, er macht immer, was ich ihm sage, šta ja njemu kažem. On uvek radi to što mu kažem. Er tut immer, was ich ihm sage. Und jetzt sag mir, wer du bist. Jetzt sag mir, wer du bist. Wer bist du? Ko si ti? Wer bist du? Sag mir, wer du bist. Znači, menja se red reči u ovom indirektnom pitanju. Reci mi, ko si? Sag mir, wer du bist. Das war wirklich schnell. Das war wirklich schnell. To je bilo zaista brzo. Das war wirklich schnell. Kein Glück, oder? Kein Glück, oder? Nemaš sreće, zar ne? Trči za autobusom i autobus ti pobegne, a taj neko tu pored stoji i kaže: Kein Glück, oder? Zum Glück ist nicht jeder so. Zum Glück ist nicht jeder so. Na sreću nisu svi takvi. Nije svako takav. Zum Glück ist nicht jeder so. Darf ich bitte mit ihr sprechen? Darf ich bitte mit ihr sprechen? Sie, ja, ona, mit ihr, sa njom. Darf ich bitte mit ihr sprechen? Smem li, mogu li da, molim vas, porazgovaram sa njom? Hat dich jemand gesehen? Hat dich jemand gesehen? Da li te neko video? Hat dich jemand gesehen? Ist noch jemand im Haus? Ist noch jemand im Haus? Jer još neko u kući? Ist noch jemand im Haus? Es ist zu spät. Wir müssen gehen. Es ist zu spät. Kasno je. Wir müssen gehen. Moramo da idemo. Es ist zu spät, kasno je, wir müssen gehen. Moramo da idemo. Komme ich zu spät? Komme ich zu spät? Da li kasnim? Bin ich zu spät oder komme ich zu spät? Da li dolazim kasno, da li kasnim? Er macht mich verrückt. Er macht mich verrückt. Izluđuje me, nervira me. Čini me da poludim. Er macht mich, he makes me crazy, kao na engleskom. He makes me crazy, er macht mich verrückt. Worum geht es? Worum geht es? O čemu se radi? Worum geht es? Ist das deine Idee? Ist das deine Idee? Ist das, da li je to tvoja ideja? Ist das deine Idee? Warst du bei ihm? Warst du bei ihm? Da li si bio kod njega? Bei ihm. Warst du bei ihm? Ja, davon haben wir gehört. Davon haben wir gehört. Da, za to o tome smo čuli. Davon haben wir gehört. Wann ist das passiert? Wann ist das passiert? Kad se to dogodilo? Wann ist das passiert? Haben Sie das schon einmal gemacht? Haben Sie das schon einmal gemacht? Da li ste to već radili? Haben Sie das schon einmal gemacht? Er wird nicht weit kommen. Er wird nicht weit kommen. Neće on daleko stići. Er wird nicht weit kommen. Wir gehen gleich.
Wir gehen gleich, ich komme gleich, dolazim odmah, wir gehen gleich, idemo odmah. Sehe ich alt aus? Sehe ich alt aus? Da li izgledam staro. Sehe ich alt aus? Finden Sie heraus, wo sie ist. Herausfinden, otkriti, saznajti. Finden Sie heraus, wo sie ist. Saznajte, otkrite, gde je ona. Finden Sie heraus, wo sie ist. Es ist fast 6 Uhr. Es ist fast 6 Uhr. Skoro je 6 sati. Es ist fast 6 Uhr. Es ist das Ende des Jahres. Das Ende des Jahres. Kraj godine. Das Ende, kraj, plus genitiv čega, godine, des Jahres. Er ist endlich angekommen. Er ist endlich angekommen. Konačno je stigao. Ankommen, stići. Er ist endlich angekommen. Ich werde ein Glas Bier trinken und du? Ich werde ein Glas Bier trinken. Ja ću popiti čašu piva. Und du? A ti? Das war der Plan. Das war der Plan. To je bio plan. Er hat mit dem Rauchen aufgehört. Er hat mit dem Rauchen aufgehört. On je prestao sa pušenjem, više ne puši. Prestao je da puši. Aufhören, prestati. Er hat mit dem Rauchen aufgehört. Aufgehört. Hast du das selbst gemacht? Hast du das selbst gemacht? Da li si to sam uradio? Hast du das selbst gemacht? Das ist kaum zu glauben. Das ist kaum zu glauben. U to se jedva može verovati. Das ist kaum zu glauben. Ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf. Radujem se tome. Ich freue mich darauf. Du hast mein Wort. Du hast mein Wort. Imaš moju reč. Du hast mein Wort. Der Sommer ist vorbei. Der Sommer ist vorbei. Ili da dodamo, der Sommer ist fast vorbei. Leto je skoro pa završeno. Baš nekako brzo prošlo leto, ne znam, vama meni jeste. Kad je bio junio, već september. Der Sommer ist fast vorbei. Die Zeit vergeht schnell. Vreme brzo prolazi. Die Zeit vergeht schnell. Ja, das ist eine gute Antwort. Das ist eine gute Antwort. To je dobar odgovor. Gibt es dort ein Geschäft? Gibt es dort ein Geschäft? Ima li tamo neka prodavnica, jedna prodavnica? Es gibt, ima, nalazi se. Gibt es dort ein Geschäft? Das wäre schwierig. Das wäre schwierig. To bi bilo teško. Das ist schwierig, to je teško. Das war schwierig, to je bilo teško. Das wäre schwierig, to bi bilo teško da se uradi. Znači, konjunktiv 2. Bilo bi teško. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden, našao sam to. Ich habe es gefunden. Alles muss ein Ende haben. Alles muss ein Ende haben. Sve mora da ima kraj. Sve ima svoj kraj. Alles muss ein Ende haben. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich hoffe, es geht ihm gut. Nadam se da je on dobro. Da mu ide dobro. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich konnte alles hören. Ich konnte alles hören. Mogao sam sve da čujem. Ich konnte alles hören. Er hatte auf sich selbst aufgepasst.
Možemo stavimo erhat. Erhat auf sich selbst aufgepasst. Pazio je na sebe, sam je pazio na sebe. Aufpassen auf, brinut, pasiti na. Erhat auf sich selbst aufgepasst. Ich habe Montag frei. Ich habe Montag frei. U ponedeljak ne radim, sam slobodan. Ich habe Montag frei. Hast du es geschafft? Hast du es geschafft? Jesi uspeo, jesi odradio to? Jesi završio? Jesi uspeo? Hast du es geschafft? Ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn. Nedostaje mi on. Ich vermisse ihn. I miss him. Ich vermisse ihn. Das ist schlecht. Das ist schlecht. To je loše. Das ist schlecht. Ich hatte Glück. Ich hatte Glück, imao sam sreće. Das Glück ist heute auf meiner Seite. Das Glück ist heute auf meiner Seite. Sreće je danas na mojoj strani. Das Glück ist heute auf meiner Seite. Wünsch mir Glück. Poželi mi sreću. Wünsch mir Glück. Denken Sie noch einmal darüber nach. Denken Sie noch einmal darüber nach. Nachdenken, razmisliti. Razmislite vi o tome još malo. Denken Sie noch einmal darüber nach. Još jedan put, noch einmal. Er mag dich. Er mag dich. Ti se njemu dopadaš. Er, he likes you. Er mag dich. Ti se njemu dopadaš. Aber mein Vater mag mich nicht. Moj otac me ne voli. Mein Vater mag mich nicht. Mein Mann war da. Mein Mann war da. Moj muž, suprug je bio tamo. Ich denke, du bist besser. Ich denke, du bist besser. Mislim da si ti bolji. Znači, ne da si ti bolje, da se osjećaš bolje, nego da si bolje u nečemu. Ich denke, du bist besser. Warst du wirklich dort? Warst du wirklich dort? Da li si stvarno bio tamo? Warst du wirklich dort? Das ist für mich in Ordnung. Das ist für mich in Ordnung. Za mene je u redu. Das ist für mich in Ordnung. Du hast nicht immer recht. Du hast immer recht, uvek si u pravu. Du hast nicht immer recht, nisi ti uvek u pravu. I ok, to je to. Hvala vam što ste odgledali video lekciju. Ako vam se svidela, pritisnite like i subscribe i vidimo se u nekoj od narednih. Obidezin, čus!